Herzlich willkommen zur vierten Sendung Sport in Schwerin. Wir kommen zum ersten Beitrag, Anpaddeln der Drachenputin zur Buga. Das Plakat ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Und Meine Wenigkeit ist vorne. Thank you.
Alex, wie hat es dir denn gefallen? Also es war eine super Party. Es war ein Weltrekord, den wir hier nach Schwerin geholt haben. 42 Boote, 42 Drachenboote, das ist natürlich Wahnsinn. Der Rekord war bisher in der Schweiz bei 32, also jetzt der Rekord hier in Schwerin. Es war ein spannendes Rennen, es waren schöne Bilder, die wir heute, glaube ich, hier gesehen haben, die wir mitnehmen hier natürlich auch. Und ich muss ehrlich sagen, Drachenboot-Freunde, die können feiern, die machen viel Spaß und echt Wahnsinn. Und die Stimmung? Ist die Stimmung gut, oder? Die Stimmung ist nicht nur gut, die Stimmung ist super. Also die Leute können hier wirklich super feiern. Das hat man schon noch beim Start gesehen, dass man, es ist natürlich immer sportlicher Ehrgeiz dabei, aber auf eine Art natürlich auch viel Spaß. Und den haben die Leute, glaube ich, heute gehabt. Es waren super schöne Boote dabei, es waren super schöne Kostüme mit dabei. Also dementsprechend, glaube ich, eine super geile Stimmung natürlich auch. Also war es ein gelungener Tag. Ich möchte nicht sagen, nur ein gelungener Tag, ein super gelungener Tag. Das Wetter stimmte heute, also wenn man überlegt, noch gestern Abend hatten wir noch einen Tiefdruck über Mecklenburg-Vorpommern mit Sturm, mit Hagel, mit allem, was dazu gehört. Heute hier zum Weltrekord strahlender Sonnenschein, jetzt schönes Wetter für eine schöne Party, also was will man mehr? Doch, schöne Frauen noch, hier, sie hier. Und wie ist die Stimmung? Party time! Soweit zum Anpaddeln. Mit einem Weltrekord von 42 gleichzeitig startenden Drachenbooten. Nun kommen wir zum 44. Schweriner Sachsenhausen Gedenklauf. Das ist der älteste Volkslauf, den es in Mecklenburg-Vorpommern gibt. Und ja, 44. Auflage, nächstes Jahr ist dann wieder ein kleines Jubiläum. Ich hoffe, dass ihr dann auch alle wieder hier sein werdet. Seit Beginn wird dieser Lauf immer Anfang Mai durchgeführt. Wie gesagt, im Gedenken an die Opfer des KZ Sachsenhausen. Wie bekannt ist ja 45 der Gedenkmarsch oder der Todesmarsch der Häftlinge an der Fähre geendet und befreit von den amerikanischen Soldaten, von den Sowjetsoldaten. Die weiter markiert sind und überall an